Heute schauen wir uns 5 Gründe an, warum ein Kompaktrad wie das Kalkhoff Kompakt genau für dich Sinn macht. Viel Spaß! Super, Max! Super! Ja, 5 Gründe für ein Kompaktrad. Sind wir ehrlich, so ein Kompaktrad ist nicht für jedermann. Denn auf so einem Kompaktrad fährt man keine 100, 200 Kilometer. Also als Tourenrad kann man das jetzt nicht sehen. Aber es gibt gewisse Gründe, die für ein Kompaktrad sprechen. Und ich würde fast behaupten, in der Stadt ist das Kompaktrad einem normalen Rad auf jeden Fall überlegen. Und wir schauen uns jetzt mal die 5 Gründe etwas genauer an. So, kommen wir zum ersten Punkt und das ist einfach die Größe des Ganzen. Hier handelt es sich ums Kalkhoff Entice C, also Entice Kompakt. Und ihr seht schon, es ist wesentlich kürzer als ein vergleichbares Rad mit der Ausstattung als normales Rad. Also wir haben hier ein kompakteres Maß und das ist gerade von Vorteil, wenn es in so Mehrfamilienhäusern oder Mehrparteienhäusern, wie hier hinter mir ist, ihr habt einen Hausflur, wo mehrere Wohnungen davon abgehen und da ist es natürlich echt ärgerlich, wenn jetzt dann natürlich schon ein Kinderwagen drin steht und vielleicht noch ein Bollerwagen und dann kommt der Nachbar noch mit seinem riesengroßen Rad und stellt es da noch mit rein. Mit so einem Kompaktrad ist die Akzeptanz wesentlich höher, denn ihr verbraucht hier weniger Platz. Ihr könnt den Lenker relativ schnell runter machen, ihr könnt den Sattel schnell runter machen, dann habt ihr ein sehr flaches Maß und auch kein langes Maß. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall mehr Chancen, dass es bei den Nachbarn akzeptiert wird, als wie mit einem großen Rad. Ja, der zweite Punkt ist, dieses Rad ist super einfach auf verschiedene Fahrertypen einzustellen. Das heißt, wenn ihr nur ein Rad in der Familie habt und ihr sagt, ihr nutzt das alle für die Stadt zum Beispiel, aber ihr habt verschiedene Fahrertypen, gehen wir jetzt mal vom Extremfall aus. Ein großer Mann, eine kleine Frau oder eine große Frau, ein kleiner Mann, ist jetzt erstmal wurscht, wer das ist, aber groß und klein. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einfach nur einen Hebel zu lösen, das Ganze nach oben zu stellen, natürlich beachten, dass es die Maximalmarkierung nicht überschreitet. Hoch, hoch und somit haben wir die höchste Stufe erreicht. Und das Ganze geht auch umgedreht, das heißt einfach nur noch Hebel auf, ganz nach unten. Und wir können hier natürlich auch noch den Lenker ganz nach unten machen. Hier ist es natürlich normalerweise so, dass so eigentlich fast keiner fährt. Aber ihr seht schon, was möglich ist. Dieses Rad ist so einfach zu verstellen auf die verschiedenen Fahrertypen, dass es natürlich für mehrere Leute, die mit einem Rad fahren wollen und das vielleicht sogar noch im Hauseingang parken, ist es ideal. Dir gefallen unsere Videos und wir konnten dir in der ein oder anderen technischen Frage schon weiterhelfen? Dann gibt es ein paar kleine Dinge, die du tun kannst, um uns zu unterstützen. Like das Video. Drück den Abo-Button und aktiviere die Glocke. Somit können wir dir in Zukunft auch wesentlich mehr und besseren Content bieten. Vielen Dank. Ja, und ein weiterer Vorteil ist natürlich das Fahren an sich. Also man hat hier eine wahnsinnige Wendigkeit. Gerade für die Stadt ist es ideal, denn ich brauche hier nicht, ich habe hier keine langen Wege, um auf irgendwas zu reagieren, sondern ich habe hier relativ schnell einfach einen ganz kurzen Lenkeinschlag, der da wirklich super wendig ist. Und das ist natürlich gerade im urbanen Umfeld wesentlich interessanter. Denn wenn jetzt hier zum Beispiel bei den Parkplätzen einfach ein Auto rausfährt und ich muss schnell reagieren, geht das mit diesem Rad wesentlich einfacher, weil ich halt sehr wendig bin. Es ist für Leute besser, die einfach nicht so versiert sind beim Fahrradfahren, also die sich nicht so sicher fühlen. Für die ist so ein Rad einfach ideal. Was natürlich auch noch ein Punkt ist, ist, hier beim Kalkhoff C haben wir natürlich noch die 170-Version, also die Plus-Variante. Sprich, du kannst dieses Rad bis 170 Kilo Gesamtgewicht belasten. Also Rad plus Fahrer plus Gepäck 170 Kilo. Und das ist natürlich mit diesen kleinen Reifen wesentlich oder kleinen Laufrädern besser zu realisieren, denn ihr habt hier einen kleineren Umfang, kleineren Durchmesser und dadurch sind sie etwas stabiler. Und das ist natürlich auch super. Also ihr könnt hier bis 170 Kilo hochgehen, das ist schon eine ordentliche Ansage.
Der nächste Punkt ist, man kann dieses Rad zumindest in Bayern in Zug mitnehmen und muss dafür nichts bezahlen. Das ist eine Regelung, die Bayern irgendwann mal schon vor langer Zeit ins Leben gerufen hat. Und da geht es darum, dass man Fahrräder bis 20 Zoll im Zug kostenfrei mitnehmen darf. Und das gilt, war wahrscheinlich mal irgendwann geplant für Kinderräder. Aber mittlerweile ist es eben so, dass diese 20 Zoll Räder, wie wir sie hier haben, könnt ihr ohne eine Fahrradtageskarte mitnehmen. Und auch, sollte es sogar eine Klappfunktion haben, könnt ihr es zusammenklappen und wie ein Handgepäck behandeln. Das heißt, ihr zahlt dafür auch nichts. Also von dem her hat natürlich das auch nochmal einen gewaltigen Vorteil für Pendler. Das heißt, wenn du von deinem Wohnort bis zur Arbeitsstätte kommen musst und dazwischen befindet sich, zumindest in Bayern, ein ÖPNV, also quasi die MVG oder im Nürnberger Land gibt es das auch, oder halt eben eine Bahnstrecke mit privaten Bahnen im bayerischen Raum, sage ich jetzt mal, dann habt ihr den Vorteil, ihr könnt das kostenfrei mitnehmen. In sowas zum Beispiel. Und lustigerweise sehen wir hier nur Fahrradwaggons. Da ist auf jedem Waggon ein Fahrrad drauf. Also, ihr seht schon, der Vorteil liegt ganz klar auf der Hand. Diese Räder kann ich als Pendler ideal nutzen. Ja, das waren sie, unsere 5 Gründe für ein Kompaktrad. Solltest du auch noch einen Grund haben, schreib ihn gern in die Videokommentare. Und solltest du Lust bekommen haben auf dieses Rad, das Entice C von Kalkhoff, dann darfst du natürlich gern einen Termin buchen unter www.fitbikes.de. Die meisten Standorte haben Kalkhoff im Programm, also von dem her schau da gern auch mal vorbei. Das war's von diesem Video. Ich gehe jetzt noch nach Hause fahren mit dem Kalkhoff. Ciao.